Klassisch deutsche Küche modern umgesetzt. Hat Ritas Konzept Gewinnerpotenzial? Dieser starke, strenge Eigengeschmack hat mir die Suppe halt versaut, leider. Will der Kiedricher Hof mehr, als er leisten kann? 19 Euro für das Ding nicht wirklich, ne? Die Konkurrenz ist im Meckermodus. Was mir allerdings gefehlt hat für ein Safran-Risotto, ist einfach ein Safran-Geschmack. Wer muss sich warm anziehen? Die Mitstreiter oder Rita? Ich war bis zum Schluss mit mir am Hadern. Das ist dann natürlich Fauxpas. Ja, unter dem darf auch nichts passieren mehr. Also wirklich nicht. Tag 4 in und um Mainz, wie es kocht, mag der Leckerste gewinnen. Janeks 33 Punkte konnte auch Fabian gestern nicht toppen. Heute will Rita ihren Kiedricher Hof mit Volldampf an die Punktespitze setzen. Spitzenkoch Mike Süßer ist gute 20 Kilometer von Mainz entfernt unterwegs, aus Gründen. Am Donnerstag sind wir endlich in Hessen, ne? Kiedrich. Jetzt ist Rita dran. Kiedricher Hof heißt das Restaurant, was sie übrigens seit 2017 schon mit ihrem Mann gemeinsam führt. Ja, der steht nämlich in der Küche. Das heißt, in Familienhand. Ist doch schön. Und mein Gefühl sagt mir, es könnte irgendwie bodenständig, aber doch ein bisschen vielleicht feiner werden. Schauen wir mal. Der Kiedricher Hof liegt mitten im Ortskern. Und wo lässt er sich gastronomisch einordnen? Ich würde schon sagen, dass wir eher ein Ticken feiner sind. Jetzt nicht einfach so Burgerbude, aber wir haben kein Problem damit, auch den Wanderer von der Straße mit schlammigen Schuhen aufzunehmen. Also ganz locker. Baujahr 1602. Das denkmalgeschützte Gebäude hat schon so einiges gesehen. Das Haus habe ich entdeckt und habe mich im Prinzip sofort darin verliebt. Das alte Fachwerkhaus, das hat Charme, Wohlfühlambiente. Und da habe ich sofort gesagt, das machen wir. Und Felix war direkt mit dabei. Felix ist Ritas Mann und für die Küche verantwortlich. Und was macht die Chefin am liebsten? Meine Leidenschaft ist es eigentlich, Gäste willkommen zu heißen, Gastgeberin zu sein, den Gästen einen schönen Abend zu bereiten und einen schönen Nachmittag. Und ja, ich freue mich dann immer, wenn sie wiederkommen und glücklich und zufrieden sind. Da haben wir es doch. Kiedricher Hof und Frau Rita. Hi, hallo. Also, grüß dich. Freut mich sehr. Ja, freut mich auch sehr. Das schön, dass du da bist. Ja, schaut sehr nett aus. Danke sehr. Ja. Und kann man da überall sitzen bei dir? Ja, bis hinten in den Garten. Wie viele Plätze hast du da? 65. Outdoor? Ja. Geht's drin genauso hübsch weiter? Mindestens. Komm, zeig mal. Vor der Restauranteröffnung war hier eine Konditorei zu Hause. Da ist so ein bisschen neu-moderne Zeit eingekehrt, ne? Ja, genau. Sagen, moderne und Tradition vereinen sich auch hier drin auf 65 Sitzplätzen. Gestern war schon schön, aber jetzt sind wir noch einen Ticken weiter. Ja, da ist noch ein bisschen mehr Handschrift einer Frau noch dabei. Da ist noch mal so ein Kick drauf. Seit wann gibt es das Haus? Das Haus ist erbaut 1601, 2. Und 17 habt ihr das übernommen, oder? Ja, 2017 im Frühjahr. Und Auszeichnung sehe ich da. Rhein-Main geht aus, erster Platz, Top 5. Und ja, der bitte. Gusto. Ja, bitte. Da bin ich ja genau richtig. Ne? Ja. Ja, so kleine Auszeichnung ist immer schön, immer ein gutes Zeichen. Ne? Und man darf da stolz drauf sein, das kann man hinhängen. Ja, dann würde ich mich sehr freuen, den Felix kennenzulernen. Ja, du mir vorstellen? Dann gehen wir mal in die Küche rüber. Nach dir. Felix teilt sich sein 40 Quadratmeter großes Reich fair auf. Eine Hälfte für den Chef, die andere für Caro, seine rechte Hand. Das ist er, der Felix, aber erst die Dame. Hallo? Hallo, Caro. Caro. Hallo. Komm, Handschuhe an. Felix, Felix, hallo. Ne? Also sie hat schon überzeugt und jetzt seid ihr dran, oder? Dann viel Spaß. Okay, bis gleich. Ja. Na, aber platzmäßig genau. Kommt ihr schon klar, oder? Ja, das schon. Ja, ja. Okay. Felix. Ja. Natürlich der Chef des Hauses, gell? Ja. Darf sagen, was es für mich zu essen gibt. Genau. Es gibt Involtini vom Meilinger Hofschwein. Und zwar gefüllt mit einer Farce mit Kalamata-Oliven. Mhm. Dazu gibt es ganz klassisch Ratatouille und selbstgemachte Gnocchis. Hört sich doch gut an, ne? Involtini, ne? Eigentlich klassisch aus dem Italienischen. Das ist die italienische Roulade, ne? Normalerweise vom Kalb. Hier mal von einem wirklich tollen Schwein, auch noch aus der Region. Wo wollt ihr mit anfangen? Wir haben die Masse jetzt schon fertig. Okay. Die kommt jetzt in einen Spritzbeutel. Kartoffelmasse, was hast du da genommen? Mit Ei, Butter, ja. Kartoffelmehl, ganz genau. Klassisch. Ganz klassisch, oder? Schön gewürzt. Bisschen Salz, Muskat, schätze genau. Ich. Okay, ja. Aus geht's. Okay. Schwupps, rein ins heiße Wasser. Bei Gnocchi-Maschine, Caro läuft's wie am Schnürchen. Ganz einfach. Zack.
Schuppen, die Masse ist perfekt, sie flockt nicht aus. Das Wasser darf nicht volle Wäsche kochen. Ja, weil sonst könnte das diesen Kartoffelteig trotzdem zerbröseln. Ne? Okay, was machen wir jetzt? Involtini, oder? Gut, ja. Ja, los geht's. Also, vom Schwein, aber nicht vom Kalb. Genau. Klassisch ist ja vom Kalb. Genau. Ein Involtini vom Kalb ist klassisch. Aber wir bekommen ja auch kein klassisches italienisches Involtini, weil wir in Rheinhessen sind. Ne? So weit, so gut. Aber die Fleischwahl ist nicht das Einzige, was hier etwas anders läuft. Ich bin jetzt wirklich gespannt. Genau. Weil es sind jetzt schon Schritte dabei, wo ich denke, mach ich vielleicht anders, aber... Wir machen natürlich alles so, wie der Felix das sagt, aber ich brate sowas nicht voran. Und wir sehen, Felix ist nicht nur gelernter Koch, sondern auch Fleischwolf-Dompteur. Wir haben jetzt hier eine schöne Grundlage für unsere Farce. Mhm. So, was kommt da jetzt alles rein? Also, wir haben hier unser Fleisch, eiskalte Sahne dazu, Gewürzmischung, das ist Salz, Pfeffer, Paprika, bisschen Majoran. Hier haben wir noch mal ganz frischen Majoran. Und dann kommen unsere schönen Kalamata-Oliven. Ach, das, genau. Das sind die... Die Königin der griechischen Olivenbäume. So ganz genau, sagst du, so oder? Ist es, ja. Felix spendiert der Farce noch ein Ei und Prostmahlzeit einen Schuss Wermut. Dann darf der Mixer ran. Und Mike mit einem Tipp. Wenn man diese Fleischfarce, diese Masse macht, ist vielleicht echt mal anzudenken, ob man die abschmeckt mit Kräutern, mit allem drum und dran und dann zum Schluss gehackte Kalamata-Oliven untergibt, dann hast du ein viel schöneres Bild, weil dann jetzt ist sie natürlich optisch wie so eine sehr, sehr dunkle Leberwurst. Ne? Die Leberwurststulle, die keine ist, muss jetzt aber noch durchgaren. Das passiert im Ofen. Sollen wir schieben? Machen wir gerne. Was haben wir für Temperatur? 175 Grad. Jawohl. Und rein damit für 12 Minuten. Und nein, in dieser Küche gibt es kein Pi mal Daumen. Felix sorgt vor. Der hat auch Uhren. Der verlässt sich nicht einfach nur auf seinen Bauch, sondern wenn Stress ist, zack, 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 vier solche Stoppuhren. Gut. Ich sehe da eine Ratatouille. Ist das auch dafür? Jawohl, genau. Ja? Wir haben hier Zucchini, Aubergine und Paprika. Schön in reichlich Olivenöl angeschwitzt. Und wird dann eben mit der Tomatensauce zusammen erhitzt wieder. Mhm. Passt. Im à la carte Geschäft. Passt überall, ne? Ratatouille. Also es ist ein bisschen italophil, wobei das Involtini einfach einen Felix-Style hat. Also ich überlege jetzt noch mal, ob ich einen Tipp habe oder nicht. Das ist mir neu mit Wolf und das. Aber es ist auch zu akzeptieren. Mein Gott, ist noch mal feiner, ne? Ja. Ja? Okay. Bis gleich. Bis gleich. Du kommst raus, oder? Ich komm raus, dann, ja. Also quasi jetzt. So, Mike. Mhm. Essen ist fertig. Sehr gut. Unser Involtini. Ach, schön. So, dann leg ich mal los, oder? Ja, bitte. Daumen drücken. Mikes Punkte können noch immer über Sieg oder Niederlage entscheiden. Die Ratatouille hat einen schönen Geschmack. Schön tomatig. Leichten Biss, aber trotzdem gar. Sehr gut. Und weiter? Gnocchi ist ein Traum. Mhm. Ganz soft, ganz weich. Jetzt zum Fleisch. Beim Involtini bin ich noch nicht ganz da. Ich finde den Geschmack sehr gut mit der Kalamata. Das Fleisch ist ein bisschen fest. Ja. Es ist auch Schwein, ja, weiß ich. Aber ich glaube, dass es nicht gut ist, das Stück vorher zu braten. Also auch wenn es nur, sagen wir, 10 Sekunden war von jeder Seite. Ja. Ich glaube, es ist flexibler und bleibt saftiger nochmal und in der Struktur. Besser, wenn du es nicht vorher anbrätst. Das sage ich aus voller Überzeugung. Hm. Dann optisch vielleicht was Grünes noch, Blanchiertes hineinlegen, weil es schaut, wenn jemand nicht weiß, was schaut es ein bisschen so, weißt du, so, denke ich mal, wenn da jetzt so ein blanchierter Spinat oder Mangold noch drin wäre, würde es nochmal, ohne dass du einen riesigen Aufwand hast, würde es nochmal sich rausheben. Und dann würde ich es wirklich in aller Minute anbraten. Bitte nicht das als Kritik ansehen, sondern als Tipp. Konstruktiv. Genau. Mit Kritik gehe ich eigentlich offen um, versuche das einfach aufzunehmen, natürlich zuzuhören und darauf einzugehen, genau, den Fehler einzugestehen und zu sagen, ja, hast du recht, können wir besser machen demnächst. Zum Abschied gibt's ein Zwischenfazit. Alter, ja, wo mein Lokal dein Lokal reißt, ne? Da ist die Sonne. Erwartungshaltung ist auf jeden Fall erfüllt. Ne? Ich habe vorher gesagt, es könnte ein bisschen feiner werden. Und dieses Fein ist nicht das mit I, Fein Dining, sondern es ist fein. Feine, gute Küche, toll gekocht.
Ich konnte Tipps da lassen, was das Fleisch angeht. Da gibt es aus meiner Sicht ein bisschen Verbesserungsvorschläge. Geschmacklich, muss ich sagen, Bombe. Und deswegen glaube ich, wird es hier genauso gut laufen, hoffentlich wie zuletzt.